Der Versand der Briefwahlunterlagen verzögert sich in Duisburg mitunter deutlich. Wegen der hohen Nachfrage musste das Duisburger Wahlamt eine zweite Kuvertieranlage installieren. Bis Montag waren nach Angaben der Stadt mehr als 47.000 Briefwahlanträge eingegangen. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt hatten damit bereits 7.500 Wahlberechtigte mehr als bei den vorherigen Kommunalwahlen insgesamt Briefwahl beantragt. Die Stadt verspricht, dass im Laufe dieser Woche alle ausstehenden Unterlagen zugestellt werden. Die Zahl der akut am Coronavirus erkrankten Duisburger sinkt weiter. Aktuell sind laut Angaben der Stadt 75 Menschen im Stadtgebiet infiziert. In Summe haben sich bis zum Stand Dienstagabend 2.420 Duisburger angesteckt. 67 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben. Mehr als 40.000 Duisburger haben sich bislang einem Corona-Test unterzogen. Der erste Prototyp für die insgesamt 47 neuen Straßenbahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft ist angekommen. Das Fahrzeug soll am Montag, den 7. September, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Danach prüfen die Mitarbeiter am Betriebshof Grunewald die Bahn auf Herz und Nieren, damit die Testfahrten im gesamten Betriebsgebiet starten können. Sie sind notwendig, damit die Bahnen die Zulassung für den Fahrgastbetrieb erhalten. Voraussichtlich im Sommer 2021, wenn die schrittweise Auslieferung der Serienfahrzeuge beginnt, sollen sich dann auch die Fahrgäste von den neuen Bahnen im Alltagseinsatz überzeugen können. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten fordert die Duisburger Bundestagsabgeordneten auf, in Berlin für das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft zu stimmen. Hintergrund ist das geplante Arbeitsschutzkontrollgesetz, das geordnete und sichere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie herstellen soll. Laut der NGG sei die Zahl sozialversicherungspflichtiger Fleischjobs in Duisburg in 20 Jahren um 19% gesunken. Sie fordert deshalb mit Hilfe des neuen Gesetzes den Aufbau von Stammbelegschaften in Fleischbetrieben. Der MSV Duisburg hat sich im Sturm verstärkt. Orhan Ademi wechselt ablösefrei von Eintracht Braunschweig nach Duisburg. Der Stürmer hat beim MSV einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der Schweizer mit nordmazedonischen Wurzeln hat 25 Erst-, 65 Zweit- und 81 Drittligaspiele in Deutschland bestritten. Dazu kommen 30 Erst- und 94 Zweitligaspiele in Österreich. Mit viel Sonne und ein paar Wolken ging es heute freundlich durch den Mittwoch. Ein ganz anderes Bild am Donnerstag. Es wird wieder meist grau und teilweise auch nass. Vor allem am Vormittag und am späten Abend droht Regen. Das Thermometer kommt auf bis zu 20 Grad. Der Freitag kann noch regnerisch starten. Im Laufe des Tages bleibt es voraussichtlich trocken. Sonne gibt es aber keine. Der Himmel bleibt zugezogen, bei Höchstwerten von 21 Grad. Das Wochenende startet am Samstag oft bewölkt. Die Sonne kommt ab Mittag aber auch mal ab und zu durch. Die Werte schaffen es auf bis zu 19 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, in Duisburg wird am Donnerstag unter anderem auf der Heerstraße in Hochfeld und auf der Dammstraße in Ruhrort das Tempo kontrolliert. Dazu behindern Baustellen vielerorts die freie Fahrt. In Homberg gibt es Einschränkungen auf der Mörserstraße. Die ist zwischen Südstraße und Duisburger Straße zur Sackgasse in Fahrtrichtung Duisburger Straße umfunktioniert. Ende Oktober soll der Weg hier wieder frei sein. Und im Dellviertel gibt es Verkehrsbehinderungen auf der Dellstraße. Die ist in Fahrtrichtung Krummacher Straße zur Sackgasse umfunktioniert. Umleitungen sind ausgeschildert. Ende September sollen die Arbeiten beendet sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.